Heute starten wir mal ganz anders ins NLS-Wochenende. Wir sind hier an der T13, wo wir eigentlich bei der Erzählen stehen und fahren mit unserem GT4, mit dem Alex Kolb und Fritz Kolb hier im Track Day heute noch bis 16 Uhr. Die anderen Jungs sind drüben im großen Fahrerlager beim Aufbauen und Herrichten. Und heute Abend geht es dann ins Training mit 6 Autos zum ersten Mal. 3 BMW, Aston Martin GT4, Mercedes GT4 und Mercedes GT3. Also wir haben Hardcore-Einsatz dieses Wochenende. Und Samstagabend nach dem Rennen, wenn alles gut geht, laden wir schnell einen LKW um und fahren am Sonntag in der Früh direkt los nach Portimao. Also wir haben richtig Action dieses Wochenende. Jetzt schauen wir erstmal, ob der Alex und der Fritz hier Spaß haben beim Track Day. NLS7 Hardcore-Programm. Wir haben hier ein schönes Projekt. Alex Kolb, der Papa, Karl Friedrich Kolb, den Fritzi, den kennt ihr ja schon alle, und der Marcel Mahewitsch, Raketenauto dann. Scheiße. Kerry Schreiner, Peter Tertek, beide BMW am Start. Und dann haben wir diesmal auch die 132, den Aston Martin, auch mit dem Papa-Sohn gespannt. Walter und Fabio Laschet. Die sind zum ersten Mal jetzt hier dabei bei dem Rennen. Hektisches Treiben. Der Alex Kolb hat noch einige VIP-Gäste heute dabei. Die Lounge ist auch voll. Also richtig, richtig Action. Wetter von Oktober in der Eifel. Hier morgens um kurz vor 8. Bombe. Schön frisch. Also es wird jetzt gleich richtig hardcore im Qualifying losgehen. Schauen wir mal, wo die Babys stehen gleich. What's up?
Was für eine Wahnsinnshektik in der Startaufstellung. Es fängt wieder an zum Regnen. Same procedure. Slicks sind runter, Intermediates, die Cutted Slicks sind auf dem Auto drauf. Die BMW starten auf Regen, da geht die 3, steht ganz da vorne, keine Ahnung, ob was die starten. Wir hatten richtig Stress jetzt hier. Auto geht in der letzten Sekunde jetzt runter. Andere Seite ist fertig. Das alles passt. Jawohl, Auto ist unten und gleich geht's los. 4 Stunden. Schön, die Reifen über das Wald und Bahn fahren, Bremse, Temperatur reinfahren und konzentrieren und starten. Thank you.
Also gerade frisch aus dem Auto raus. Wie lief's? Alles gut? Ja, bis auf einen kleinen Dreher in der Schikane auf der Konfliktstrecke bin ich ganz zufrieden. Ja, und sonst Auto heile gelassen, mit den Zeiten also zufrieden. Am Wochenende die Zeiten ein bisschen Code 60 gehabt, oder? Ja, Code 60 und zweimal gelbe Flagge. Und ja, das hat dann halt ein bisschen gebremst. Aber sonst, Auto lief gut, zufrieden auf der Strecke. Sonst lief alles perfekt. Das ist immer gut zu hören. Und auch sonst mit dem Verkehr. Ist auch bei mir war eigentlich alles gut. Ab und zu mal so ein, zwei brenzlige Situationen gehabt, so zu dritt durch die Mutkurve. Aber ja, insgesamt, das Auto ist wieder heile. Und ich glaube, jetzt stehen wir gerade auf P3. Ich habe meine Setzrunde nicht ganz getroffen, weil ich vergessen habe, die Ohren zu machen, sondern muss dann mit dem Delta arbeiten, aber alle zufrieden. 2500 Kilometer Autofahrt vom NLS-Wochenende direkt umgeladen, sind wir die ganze Nacht durchgefahren. Und sind heute Mittag jetzt schon oder heute Vormittag schon an der Algarve. Portimao Michelin Le Mans Cup steht an am Wochenende. Unser Stammlokal. Da haben wir schon den ein oder anderen Sangria getrunken, weil wir heute Nachmittag auch machen. Heute lassen wir uns richtig gut gehen, bevor wir morgen im Fahrerlager einziehen. Ja, und es gibt ja noch einige Sachen aufzulösen von dem NLS-Wochenende. Erstmal, Cemo, wie hat es dir denn gefallen am Wochenende? Ja, das Wochenende ist auf jeden Fall richtig gut gestartet. Die Jungs haben sich richtig gut gemacht, vor allem auch der Michael Sander. Der Dennis Lind, der bei uns mit auf dem Auto saß, auch eine richtig geile Leistung gezeigt. Am Samstag dann im Qualifying Auto auf P1 gestellt, standen dann im Start. Auto ging nicht mehr an, fuhr nicht, haben wir in die Box reingeschoben und dann erstmal repariert. 4 Runden Rückstand gehabt und dann halt das Rennen wieder aufgenommen. Ja. Ein bisschen durchwachsen, aber trotzdem war es an sich ein geiles Wochenende und das sollte uns nicht runterziehen. Am Ende ist das Auto leider ausgefallen durch einen leichten Röhrer, der sehr große Auswirkungen hatte. Müssen wir mal gucken, kriegen wir auf jeden Fall hin. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Fangen wir vielleicht auch gleich da damit noch an. Es gibt ja das Thema über unser YouTube-Video, das wir veröffentlicht haben. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit übers Wochenende bekommen, weil wir selber auch direkt involviert sind in solche Unterfangen. Mir geht es nach wie vor immer noch darum, dass die Rennleitung in solchen Fällen reagiert. Uns ist auch ein Malheur passiert mit unserem GT3-Auto. Da war unser Fahrer sehr übermotiviert und hat in der hohen Rheinschikane leider den nächsten Cayman getroffen. Ich glaube, da war das Rennen dann auch beendet. Aber ich stehe da genauso dazu wie im letzten Video verkündet. Ich bin der Meinung, die Rennleitung muss da dagegen vorgehen. Ich habe das auch direkt bei uns teamintern so kommuniziert und auch zum Uli gesagt, der möchte das Video bitte direkt bei der Rennleitung abgeben. Und dementsprechend auch mit unserem Fahrer darüber gesprochen. Der war auch direkt bei dem Team, hat sich entschuldigt, hat den Fehler sofort auch eingestanden. Also mir geht es nicht darum, welcher Fahrer, ob unser Fahrer oder ein anderer Fahrer, sondern es geht um die Rennleitung, dass die einschreiten. Das gleiche auch, was der Cemo gerade schon beschrieben hat, bei dem Unfall mit unserem BMW aus der Boxenausfahrt raus. Von hinten kommendes Auto nicht richtig eingeschätzt. Dann gab es im Turn 1 eine Kollision. Auch da hat sich der Fahrer direkt entschuldigt. Die Rennleitung hat das auch untersucht und als Rennunfall abgetan. Das obliegt nicht mir, das zu entscheiden, wer da schuld ist, sondern genauso geht es. Rennleitung muss anschauen und dann entscheiden. Und dann eben dementsprechend handeln. Aber auch unser Vorfall mit dem GT3
wurde nicht geahndet. Der Timmy ist ja Instruktor und Coacher bei uns auf den Autos, hat sich das Video angeschaut. Ja, da gibt es nicht viel zu diskutieren, oder Timmy, was meinst du? Nee, also leider gab es da in beiden Fällen, sowohl mit dem GT3 als auch mit dem BMW, nicht viel zu diskutieren. Das war relativ eindeutig. Aber Rennleiter bin ich dann am Ende auch nicht. Ja, aber es wäre schön, dass einfach wenn einfach die Fahrweise in der NLS allgemein ein bisschen mehr miteinander wieder wird. Also ihr seht es auf jeden Fall hier. Wir sind auf jeden Fall da, glaube ich, schon geständig und versuchen auch unsere Fahrer bestmöglich zu briefen. Jetzt dröseln wir vielleicht das Rennwochenende noch insgesamt ein bisschen auf. Es waren ja mit 6 Autos insgesamt vor Ort, mit 5 Autos in der VLN, 1 Auto in der RCN am Sonntag noch. Erstmal die positiven Ereignisse, also richtig schön, dass das Vater-Sohn-Gespann, die Laschets mit dem Aston Martin, sauber durchgekommen sind. Einen kleinen Kratzer an der Heckstoßstange, ansonsten alles in Ordnung. Tipptopp, ich glaube, von ersten Aufschlag war das toll. Auto hat super gehalten, super funktioniert, da können wir so weitermachen. Dann hat der Cemo ja schon beschrieben, super Leistung von den Jungs auf dem BMW in beiden Fällen. Also da auch ganz besonders hat mich gefreut, dass der Marco Büsker, der dann zum Schluss auf dem 3. Platz gefahren ist, zusammen mit dem Anton Ahnenkamp, mit dem Elias Seppänen, ein ganz, ganz junger, schneller Mann, der normalerweise schon auf dem GT3 unterwegs ist, der die Permit bei uns gemacht hat, sind auf dem super 3. Platz gefahren. Und vor allem, wie gesagt, der Marco, seine persönliche Bestzeit. Das harte Simulatorfahren hat sich gelohnt. Das hat man auf jeden Fall gesehen, ein Riesenfortschritt drin. Der Cemo war auch saustark im Qualifying unterwegs, hat das Auto auf P1 gestellt in der Qualifikation. Da wäre richtig was gegangen. Und dann leider ein Elektrikdefekt im Vorstart, konnte man nicht starten. Mussten mit einer Stunde Rückstandsrennen aufnehmen, haben aber trotzdem, das ganze Team hat sich den Arsch aufgerissen, das Auto wieder an den Start zu kriegen oder wieder rauszubekommen und haben dann auch die Permit-Runden noch absolvieren können und noch Trainingsrunden für Michael Sander, aber dann ist leider bei der letzten Boxen-Ausfahrt der Unfall passiert. Ja, ähnliche Tragödie beim Fritz, der mit seinem Papa und mit Marcel da unterwegs war, wo wir auch ganz klar entschieden haben, Papa und Sohn fahren Start, erstmal das Rennen und der Marcel geht ganz zum Schluss ins Auto. War natürlich echt schade, auch wieder mega Wahnsinnsleistung von Marcel. Zum ersten Mal in der SP10 dieses Jahr das Auto direkt auf Pole Position gestellt, bester Mercedes AMG. Hat echt Spaß gemacht, das Qualifying war cool, auch der Fritz im Qualifying super unterwegs. Ja, und der Papa Alex, der hat auch einen geilen Job gemacht, war ein Haufen Gäste dabei gehabt am Wochenende, war richtig aufgeregt und hat sich gefreut, da performen zu können vor seinen vielen Freunden und Gästen. Ist dann gar nicht zum Fahren gekommen und ganz bitter auf an der Stelle nochmal, Alex, tut mir leid. Der Fritzi hat nicht so richtig gehört, auf was wir ihm gesagt haben. War natürlich auch eine schwierige Bedingung, muss man ganz klar sagen. Mit Cutted Slicks, wir sind mit Slicks in den Vorstadt gerollt, haben dann gegambelt, oder was heißt gegambelt, im Nachhinein wäre es die richtige Entscheidung gewesen, auf Cutted Slicks zu gehen. Und ein Cutted Slick hat halt das Problem, dass er einfach nicht auf Temperatur kommt. Ja, den muss man einfach ganz hart über die Bremse auf Temperatur fahren und nicht so übers Rutschen, das ist einfach spiegelglatt, wie glatter ist. Und genauso ist Fritz passiert, Paul Oberste auf der Breitscheider Brücke, einen minimalen Einschlag vorne, aber es war halt, da ist halt gar keine Auslaufzone an der Stelle, gar kein Platz. Vorne Frontsplitter, Stoßstange, Kühler, alles kaputt. Und das lässt sich halt leider bei so einem GT3 nicht wie beim GT4, nicht wie beim GT3 in 5 Minuten reparieren, sondern das ist 6-7 Stunden Arbeit, die Front da vorne zu tauschen. Von dem her mussten wir da abstellen, was uns echt sehr, sehr hart getroffen hat und ganz eine bittere Nummer. Aber schauen wir vorwärts, es geht weiter. Fritz, du musst den Papa ein bisschen massieren, glaube ich, da musst du ein bisschen freundlich und lieb sein. Die nächsten Wochen, dann wird es irgendwann auch für dich da wieder weitergehen. Hockenheim war ein toller Job im GT4 und aus Qualifying war cool. Dann natürlich last but not least, trotz auch diesem übermotivierten Manöver in der Hohenrhein-Schikane, unser GT3 zum ersten Mal auf dem Podium. Die Kerry und der Peter haben da echt einen super Job abgeliefert. Auch die Kerry hat sich wieder toll entwickelt, bei schwierigsten Bedingungen auf der Strecke gewesen, mit Slicks auf regennasser Fahrbahn unterwegs in ihrem Turn. Trotzdem Auto heil an Peter übergeben und Gesamt P4 in der SP9, sogar P3, weil der 911er in der SPX-Klasse da nach vorne reingefahren ist. Aber richtig geil, wieder bester AMG mit dem Auto zum sein, hat uns echt auch stolz gemacht. Ja, und ich glaube, so kann es weitergehen. Jetzt freuen wir uns auf den Michelin Le Mans Cup am Wochenende. Ganz neue Herausforderung, alles ganz neu mit Performance-Boxenstops und so weiter für uns, also auch für die Crew eine neue Herausforderung. Der Cemo als Mechaniker diesmal am GT3-Auto zum ersten Mal. Bist du ein bisschen nervös?
bisschen schon, ja. Ja, das ist halt nicht Gentleman-Serie mit außen einsteigen und so, sondern Standzeit, sondern Hardcore-Performance wie in der Formel 1. Bram, bram, das sind die Räder aufs Auto. Da werden wir Spaß haben. Jetzt trinken wir erstmal einen Sangria, warten bis unser LKW da ist und dann halten wir uns halt mal auf dem Laufenden von Portimao, wie es da ausgegangen ist, und sehen uns dann eh nächste Woche schon wieder am Nürburgring bei der NLS. Ich hoffe, wir kriegen alle Autos fertig. Bleibt gesund und tapfer. Wir sehen uns wieder. Ciao, ciao.